Machen wir das jetzt mit dem Bingo? Wollen wir ein Bingo machen, aber ich blende es nicht ein? Ihr müsst euch die Felder merken. Wir können nach jedem Spiel immer dann kurz aufs Bingo schauen und gucken, ob irgendwas passiert ist. Ich mach Auge. Auge. Tür knallt zu. Kult. Wald. Zu viele Jumpscares mache ich. Zu viele Jumpscares. VHS-Effekt. Dann können wir auch machen PS1-Style. Billiger Jumpscare. AI-Stimmen. Brief. Lichtflackern. Was meinst du genau mit Verfolger? Schlechte Übersetzung. Von Kind gemaltes Bild. Dass man auch visuell verfolgt wird. Also so gerade wie das jetzt eben. Mit dem Skedaddler. Also ich schreibe mal Chase. Verfolgungsjagd halt so, ne? Stimmt hier, Mannequins. Mannequins. Begrenztes Inventar. Wir machen noch schlechtes Voice Acting. Walking Simulator, ja, das sind alle Spiele. Batteriesystem. Licht geht plötzlich aus. Einfach Blut. Bodycam. Ne, ich glaube, wir haben heute keinen Bodycam-Horror. Ne, haben wir nicht. Das Spiel ist nicht länger als 5 Minuten. Machen wir, das Spiel ist unter 10. Leuchtende Augen. Ja, wir haben jetzt so Augen, das reicht, denke ich. Wir irren umher und kommen nicht weiter, weil wir ein Item nicht finden. Verirrt, weil Item fehlt. Hier, das, was Shuri, nicht Shuri, was Karunium schreibt. Wie machen wir das? Wir machen hier, wie heißt das? Chores, ne? Chores? Also so typische Spiele, wo man immer so Arbeitsaufgaben erledigen muss. Ne? Irgendwie so, yo, Küche putzen, schlafen gehen, sowas halt, ne? Daily Tasks, genau. Ein Ball kommt aus dem Nichts. Ja, das hatten wir ja gerade schon gehabt. Der Entwickler kommt ins Stream und sagt, Game not working. Friedhof. Friedhof. Keller. Haben wir schon 25? Kein Gameplay, beziehungsweise Walking. Ja, aber das sind alle Spiele. Das hat gerade jemand schon geschrieben. Das sind ja alle Spiele. Man spielt eine Frau. Brüste werden gegessen. Fraue. Irgendwas mit Arzt. Irgendwas mit Arzt. Zombies oder Aliens?
Ja, ich denke mal, das reicht, ne? Oh, wir können ja machen, wir haben wirklich hier. Spiel ist wirklich gut. Und ja. Okay. Wieso ist da ein leeres Feld? Waren wir jetzt nur bei 24? Leute, wir waren nur bei 24, oder was? Weil ich hab no free space gemacht. Das ist jetzt genau 24, fehlt uns genau jetzt eins. Genau. Stealth machen wir, ne? Nicht, man muss sich verstecken, wir machen einfach Stealth. Oh, nee, das glaube ich, das liegt an dem Komma, weil ich am Ende ein Komma gesetzt habe. Dass er dann denkt, hier kommt noch was. Und das, da kommt ja nichts, also lässt er das frei. Ich glaube, deshalb liegt das daran so. Okay. Jetzt haben wir hier einige. Und wir nehmen einfach das hier, I guess. Ah. Ne? Ne? Nee, okay, ne. Ja, warte, ich mach, damit ich ranzoomen kann, wir machen nur eins. So, wir haben nur eins. So. Das müsst ihr euch jetzt merken. Oder was heißt merken? Ihr müsst euch das nicht merken. Wir gehen jetzt ins Spiel rein. Und wenn das Spiel durch ist, öffnen wir halt das einmal das Bingo nochmal und gucken, ob irgendwas davon passiert ist. Ne? Machen wir einfach so. Das denke ich mal am einfachsten. Dann muss ich das nicht die ganze Zeit einblenden. Und wir müssen nicht die ganze Zeit nach Bingo-Feldern suchen. So wie wir es bei Mario Maker gemacht hatten damals. Damals! Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Null Follower auf Twitch hat das Spiel. Das vorhin hat er einen Follower wenigstens gehabt. Valley of Shadows. Das war der Dev. Ich weiß nicht mehr, was ich hier rausgesucht habe, Chat. Aber es geht um eine Valley. Und es geht um Shadows. Damit ihr Bescheid wisst, ne? James, you seem a little confused. All right? Today was a rough day. My car broke down. How do you know my name? Oh, I know a lot about my passengers. By the way, according to my rules, payment for the trip is made in advance. Oh, sure. Haven't had a downpour like this in a while, have we, James? This downpour has taken me forever to drive home. My family must have already waited for me. Family is our light in the dark. But sometimes darkness can help us see the light more brightly. Keyblade! Not sure I understand. Everything will fall into place, James. Here we are. Das ist bei mir so ein Ding. Sobald ich Darkness höre, muss ich immer Keyblade schreien. Es geht nicht anders. Tut mir leid. Synchro klingt gar nicht so kacke. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das echte Menschen waren oder AI. Bufo, dankeschön. Darkness. Keyblade! Darkness consumes! Okay. Das lädt sehr lange.
house is further away. Why did you stop here? Your journey is not over yet, James. Ahead of you is a path that you must go through alone. Good luck. Achso, ich kann mich schon bewegen. Oh Junge, was ist das denn? Outstanding service. How on earth did this taxi driver get hired? My house is at the far end of the street, so I need to hurry to avoid getting drenched. Ich hab nichts gemacht! Ich hab nichts gemacht! Wie das Geräusch aber auch nicht leiser wurde, wenn ich weiter weggehe, ne? Es war einfach in meinem Kopf. Hat er nicht gesagt, am Ende der Straße ist mein Haus? Ich dachte, ich wohne hier. Da steht jemand. Hey Paul, not the best weather today, huh? Scheiße, ist Paul. Paul mag mich nicht. Asshole. We were friends at work, but after moving here, our communication faltered. I don't think that they are waiting for me today. Ja, wir haben keine Gamma. Können wir gleich nach dem Spiel machen. Ja, Paul ist halt ein bisschen antisocial. Oder er nimmt mir das immer noch übel von der letzten Party. Als ich ihm einen Donut hingelegt habe, damit er sich da draufsetzt und dann habe ich gesagt, er hat sich in die Hose gekackt und alle haben ihn ausgelacht. Here we are. Someone left a videotape on the doorstep. Shit, I forgot my keys in the taxi. Was ein Trottel. Garage? Hintenrum? Okay, da ist schon mal ein Sofa. Ball. Den Ball sehen wir nie wieder. Also wenn auf dem Mond ein Basketballkorb ist, dann habe ich ihn getroffen. Scheiße. Irgendwo hier versteckt jetzt. Ah, da. Du wolltest Ball nicht im Bingo. Okay. Complete darkness. Hello, Sarah? Vielleicht. Is there anyone at home? Okay. Was passiert jetzt hier? Ich komme wohl von einer längeren Reise nach Hause. Niemand antwortet mir, aber es wurde für mich eine Lasagne gemacht. Ich habe die beste Familie, die es je gegeben hat. Okay, hier scheint es kein Licht zu geben. Das kennen wir irgendwoher? Das Spiel hier? Echt? Nee, also mir kommt es gerade gar nicht bekannt vor.
Also Lasagne ist generell irgendwie so ein Horror-Game-Ding, oder? Wir haben viele, wir haben oft Horrorspiele hier freitags, wo es eine Lasagne gibt, ne? Komischerweise. Das ist so weird, ja, ne? Irgendwie Horrorersteller mögen Lasagne. Oder vielleicht einfach alle Menschen lieben Lasagne, deshalb kommt auch so oft Lasagne vor. Ich meine, es kommt auch oft eine Pizza vor in Horrorspielen. Weil Pizza lieben auch alle. Alles abgesperrt. No one is at home. I need to call Sarah to find out where they are. Okay. Aber wir haben noch eine Videokassette, ne? Wir können auch zum Fernseher gehen vielleicht. Die Kassette uns anschauen, die jemand hinterlassen hat. Aber hier ist kein Videorekorder. Ja, dann rufen wir erstmal an, denke ich. Wo haben die denn hier ein Telefon? Oh, hier ist was. Feuerzeug. Hab gerade Kartoffelsuppe über meine Hose verschüttet, sterbe gerade. Stark. Stirbt man nicht? Does not pick up the phone. Strange, they should be at home in this mysterious videotape. They should be at home? There should be a VCR in the garage. I hope it still works. Wir sind doch gerade zu Hause. Hä? Die anderen sollten zu Hause sein, glaube ich. Ja, und... Ach so. Hä? Er ruft halt an und sagt, die sollten eigentlich zu Hause sein. Klang halt weird. Oder komme ich durch die Garage, durchs Haus rein? Ah, da hinten. Deswegen sollten sie ans Telefon gehen. Ja, aber ich bin doch zu... Also... Die sollten doch hier in diesem Haus sein. Und ich rufe von hier aus jetzt das Haus an? So, geh doch einfach hoch ins Schlafzimmer. Idiot. Light bulb burned out again. Need to find something to light the way. WD 40. Ist das die Ehefrau von dem Boy? What? What is it? Is it my parents, my birthday, my school? Ach, das ist er. How did it get here? This. I don't like this at all. Ich hasse seine Stimme. Need to check the rooms in the house. Maybe there is some trace somewhere. Seine Stimme ist fürchterlich. Da ist ein Ausrufezeichen. All of Catherine's clothes are missing from the closet. Die sind alle abgehauen. Sind die von mir abgehauen? Wurden die mitgenommen? Aber wenn jemand hier hinkommt und die kidnappt oder so, dann wird er ja nicht deren Klamotten einpacken. Jedenfalls nicht den ganzen Schrank leeren. Eher so, als wären die alle abgehauen, während er weg war. In a few
few more months there will be a new addition to our family. Oh, sie ist sogar schwanger. Office Key, okay. Na, ja, vielleicht, na, hier ist noch Wäsche, aber das ist wahrscheinlich meine oder so. Vielleicht spielen wir irgendeinen. Mess in the bedroom. Da hat Wassergeräusch. Irgendeinen äußerst beschissenen Vater. Der aber gar nicht checkt, dass er scheiße ist. It's a boy! Let's call him Frank. Like my grandfather. Ich dachte, da steht Freak. Ja, wir kriegen einen Sohn. Lass ihn uns Freak nennen. Das ist ein sehr trauriges Office. Aber an sich ein geiler Streaming-Raum. Also wenn ich irgendwie mal mit Yasuo zusammenziehen sollte. So ein kleiner Raum nur für mich alleine, das wäre schon geil. Strange, the laptop won't turn on. Strange. Jemand hat was reingeworfen. Was ist das, ein Stein? Hey, what are you doing? Are you insane? You better get out of here before I get to you. Wieso soll er irgendwo rausgetten? Der steht auf der Straße. Ich komm dich holen! Gleich gibt's hier Stiche. Gleich gibt's hier Stiche. Das ist der falsche Weg. Where did he go? Hey, why is the mailbox open? Mailbox? Da ist der Kopf meiner Frau drin. Hier eine Kassette. Okay, das ist also der Typ, der vorhin auch schon hier eine Kassette hingelegt hat, wahrscheinlich. Was hat er gemacht? Licht ist aus. Basement. Alles passiert auf einmal. Volles Bingo gleich. Me, Sarah und Catherine. We move to this house. März 2007. Wir haben gleich ein volles Bingo. Ich denke mal, ich habe dann auch hier kein Ding ins Strom. Wo war denn hier eine Kellertür? Ich mach mal zu, ne? Unter der Treppe? Gab's eine Tür? Da war doch hier nur der Schrank und die Garage. Ah, hier. Seht ihr überhaupt was, Chat? Oh, ich sehe schon sehr schlecht. Aber Feuerzeug ist auch nicht unbedingt eine geile Lichtquelle. Someone is mocking me. I need to find the fuse. Na, geil. Wäre aber auch ein geiler Prank, ne? Boah, das wäre eigentlich echt ein geiler Prank. Wenn du irgendwie aus dem Urlaub oder aus einem Business-Trip kommst. Und deine Mitbewohner, deine Familie, was auch immer, alle ihre Klamotten wegnehmen. So tun, als wären die abgehauen. Und dann legst du so ein paar Kassetten in der Wohnung hin.
Okay, wir haben wieder Strom. Das ist mehr als ein Prank. Wieso? Wäre zu viel? Und eine Lasagne, ja. Dezember 84. Das ist dieselbe Kassette, ne? Gehört? Wie krieg ich den jetzt raus? Ah, jetzt. Dann halt Juni 98. Ich hatte auch Angst, dass sie dasselbe sein wird. Aber wenn das bei euch jemand mit euch, wenn sagen wir, ist das ein Prank und jemand macht das bei euch, Chat. Aber ihr wisst natürlich nicht, dass es ein Prank ist. Ihr kommt gerade von irgendwie einer Geschäftsreise oder so, oder keine Ahnung, kommt nach Hause und die Klamotten von euren Mitbewohner oder von eurer Partnerin oder so sind alle komplett weg. Und dann finde ich so eine Kassette, wo dann so Kindheitsfotos von euch drauf sind. Hätte mies Angst. Ja, aber was, Angst klar, aber was wäre das Erste, was du dann machen würdest? Wie gruselig ist der Stream auf einer Skala von 1 bis My Little Pony? Pony Island. Auswandern. Anrufen. Ja, aber wen anrufen? Denk mal, deine Bezugsperson ist ja dann weg. Die, also, du denkst ja, dass, also, die ist weg. Wedding, our honeymoon, our daughter's birth, moving here. What does he want from me? Maybe the neighbors across the street saw something suspicious. Also ich würde mir erstmal ein Brot schmieren. Nach einer langen Reise, da hat man mies Hunger. Erstmal ein Brot schmieren. Mit einem leeren Magen hat man dann eher Panik. Genau, danach kurz auf Toilette. Ein paar TikToks anschauen. Und dann in Panik geraten. Is anyone at home? Hello. The lights are on, but no one is answering. Have you seen my wife? Hey, I know you're home. Help me. Why are you ignoring me? Nee, Paul wohnt da hinten, das ist nicht Paul. Die lachen auch noch. Lachen die mich aus? Oh mein Gott, ich habe mich vor dem Baum erschreckt. Jetzt mach doch auf da! Okay, gehen wir zu einem anderen Nachbarn vielleicht? Something is happening with the light in the house, and who are these people in the windows? I have to figure out what's going on.
Stehen da Leute, stehen Leute, ne? In den Fenstern. Immer mit der Ruhe, mit der Panik. Ich komme zum Wettbewerb für keine Panik. Aber mein Gegner ist die Titanic. Ich sehe es gleich, komm, Chat, gleich kommt so ein mieser Jumpscare, ne? Is anybody here? Die haben meine Couch geklaut! Is anybody here? Ein Luigi-Brett! Is anybody here? Is anybody here? Bin ich tot? How many years have you lived in this house? Also wir sind eingezogen 2007. Aber woher weiß ich, was wir heute für ein Datum haben? Haben wir vielleicht in der Küche irgendwie einen Kalender hängen oder so? Hier. Someone marked today's date on the calendar, but for what? 2 Jahre. Freak. Ich höre Bienen. Die Bienen sind überall. Damn it. What's happening here? I need to escape this place. Garage? Fenster einbrechen? Ich weiß halt nicht, ob ich nach oben eigentlich will, ne? Hier standen ja Leute drin. Zwei Schritte nach hinten. Da jemand.
Catherine? Bist du wieder zu Hause? Wieso steht da eine Kerze? Catherine? Schon mal leise, Chat, ich werde gleich schreien. Die Lasagne ist wieder da. Nee, die war ja auch schon vorher noch da. Die Couch aber ist immer noch weg, oder? Luigi-Brett? Luigi-Brett redet immer noch nicht mit mir. Wir haben noch den Keller-Chat. Klopfen. Ich mach so laut, dass die Nachbarn unter uns denken, hier ist jemand gestorben. Perfekt. Muss ich dem Klopfen folgen? Ich weiß halt nicht, wo er klopft. I need to run away. Hey Marie. Ich würde gerne den Gast reinlassen. Aber ich habe meine Schlüssel verloren. Ins Office komme ich auch nicht. Die Kerze, ich verstehe halt nicht, wieso hier plötzlich eine Kerze ist. Wieso ist hier eine Kerze? Vielleicht muss ich jetzt im ganzen Haus nach Kerzen suchen, aber ich bin ja gerade schon überall rumgelaufen. Ich habe nirgendwo Kerzen gesehen. D
Der hört aber auch nicht auf zu klopfen, ne? Wenigstens hat die Frau aufgehört zu weinen. Ich kann auch nicht mit dem Brett irgendwas machen. Telefon geht auch nicht. Tür geht nicht. Keller können wir gleich nochmal abchecken. Junge, dieses Klopfen macht mich fertig, ey. Ich komme nicht mehr weiter. Irgendwas im Keller übersehen? Fehlt uns ein Item? Nee. Meinst du, ich kann mit denen, mit dem Dingens hier reden? Who are you? Where are you? What do you want from me? Linda Taylor, are you here? Nee, ich habe keine Schlüssel mehr. Meine Schlüssel sind weg. Die sind einfach verschwunden. Telefon habe ich auch schon mehrmals angeklickt. Wisst ihr, was ich nicht gemacht habe, Chat? Die Decke angeschaut. Dachboden? Schade. Ich dachte, das ist es. Ich dachte, daher kommt das Klopfen. Vom Dachboden oder so. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt nicht mehr weiterkomme. Kann die Kerze nochmal ausmachen? Vielleicht. Passiert denn was anderes? Ach komm schon! Es war gerade eigentlich ganz cool. Und jetzt werde ich rausgeworfen. Auch nichts verändert. Ich denke mal, dass es oben weitergeht, weil dort noch was passiert ist. Ja, aber da oben ist ja nichts mehr. Kein Freitag, wenn man random durch die Gegend läuft, ohne weiter zu wissen. Das stimmt. Hier ist noch eine Kerze.
Ist das gerade im Spiel? Nee, okay, es ist bei mir im Treppenhaus. Ja, ja, ich habe ja die ganze Zeit nach Kerzen gesucht, weil ich gedacht hatte, vielleicht gibt es jetzt mehr. Weil hier, die ist ja so gespawnt nach dem ganzen Chaos. Und dann habe ich keine mehr gefunden, aber jetzt auf einmal finde ich alle. Vielleicht spawnen die erst, wenn man eine gefunden hat. Jetzt habe ich die gefunden, jetzt spawnt dann eine neue. Ja. Die spawnen jetzt alle nacheinander. Ja, die spawnen alle. Okay, ja, das hat mir gefehlt. Die eine Kerze habe ich übersehen. Ja. Jetzt überall hier Kerzen anmachen für eine geile Seance. Oh, okay, das ist ein Sarg. Das Luigi-Brett ist weg, jetzt ist ein Sarg. Ich glaube, das Klopfen kommt daher. The third videotape. Today's date is written on it. Der heutige Tag. Ja, ich bin tot. Chat, ich bin tot. Wir spielen den Toten. Digga, mach doch jetzt auf. Digga, hol doch die Kassette jetzt raus. Heute ist der 13. März 2009. Autounfall. Is this my car? Accident? Did I have an accident? Was none of it real? How will my family cope without me? I'll never come home again. Die Stimme und die Texte machen halt alles kaputt, ne? Ich bin jetzt für immer in der Garage eingesperrt. Ich werde ab jetzt ein Garagenpoltergeist. For sale. Ah, okay. Ja, wir haben einfach einen Toten gespielt, der gerade nach Hause kommt als Geist. War ganz nett, aber ja, das mit den Kerzen war ein bisschen doof geregelt. So, dass man dann so super aus der Atmosphäre rausgeworfen wurde. Und halt die scheiß Stimme und dieser Dialog. Der Dialog war halt so schlecht geschrieben. Der war echt mies geschrieben. Mies geschrieben und dann noch diese komischen AI-Stimmen. Ich glaube, die ganzen Bilder gerade auch, diese Stock, das waren keine Stock-Footages, ich glaube, das waren auch alles AI-Bilder oder so. Das war so ein bisschen cheap.
Aber ja, das war das Game Chat. Dann können wir kurz mal ins Bingo reinschauen, ne? Was wir jetzt gerade alles hatten. Wir hatten schlechtes Voice Acting. Wir hatten einen Keller. Es war länger als 10 Minuten. Ah, hier AI-Stimmen. Ja, okay, gut, dann machen wir so. Weil es ist ja kein Voice-Acting, ne? Ist ja, ne? Machen wir so. Verwirrt, weil Item fehlt. Licht geht plötzlich aus. VHS-Effekt. War das ein VHS-Effekt? Also wir haben VHS-Filme geschaut, aber der Spiel an sich hat doch keinen VHS-Effekt gehabt, oder? Sollte das ein VHS-Effekt sein? Das war irgendwie so ein komischer Dingens. Nee, Brief hatten wir nicht. Doch, manche schon. Ansonsten... Was hat so einen Krissel-Effekt gehabt, aber es hat ja nicht dieses komische, typische. Ja, I don't know. Kult vielleicht wegen Louis. Nee, das war kein Kult. Tür ist nicht zugeknallt, ne? Die ist nur langsam aufgegangen und langsam zugegangen, aber nicht zugeknallt. Ja, dann können wir eine Gamba starten, Chat. Lass uns eine Gamba machen. Und zwar schaffen wir zwei Reihen. Schaffen wir zwei Reihen, Chat? Also eine Reihe, ne? Das wäre jetzt eine fertige Reihe. Da fehlen jetzt noch zwei Sachen. Was bedeuten zwei Reihen? Das wäre jetzt eine Reihe. So, das wären jetzt zwei Reihen. Geschafft. Ja, diagonal würde theoretisch auch gehen. So. Diagonal würde auch gehen. So, ne? Oder halt so. Chat aufwachen! It's Gamba Time! Chat aufwachen! Es gibt Gamba! Die Sachen bleiben hier stehen, ja. Junge, es sind 600.000 für Jahr. Fast 600.000. Raffeltee! Boops, Bruder Magie! Was ist Gamba? Das, worum der, wo du gerade teilnimmst. Gamble. Wettspiel. Glücksspiel, Wettspiel. Gamblen halt, ne? Eine Wette, ja, eine Wette. Auf Deutsch halt Wette. So, um was spielen wir? Um Punkte. Du hast gerade Punkte gesetzt, um die spielst du, Dead Five. Seit wann Gamba bei Horrorspielen? Ja, wir sind schon seit Wochen, reden wir darüber, dass wir für die Spiele hier ein Bingo machen könnten. Weil ständig immer dieselben Dinge passieren. Und ich schieb's immer auf oder vergesse es immer. Und jetzt haben wir es. Wir haben noch einige Spiele. Wir haben noch einige Spiele. Also ich meine, worum, um was geht es? Also ist wieder Rosinentime oder so? Du hast jetzt Punkte gesetzt, obwohl du gar nicht weißt, worum es geht. Wir spielen Horrorspiele, ganz viele verschiedene kleine Horrorspiele. Und wir haben hier ein Bingo.
billiger Jumpscare, Tür knallt zu, schlechte Übersetzung und so weiter. Wir haben gerade ein Spiel gespielt und haben in diesem Spiel diese fünf Felder schon geschafft. Und du hast jetzt an der Wette, an der du jetzt teilgenommen hast, in der geht es gerade darum, ob wir innerhalb dieser Spiele zwei Reihen schaffen oder nicht. Und wir haben jetzt hier eine Reihe schon, 3 von 5 fertig. Darum geht's gerade. Ich bin erst reingespannt. Reingekommen, Gamba, direkt Punkte rein. Keine Ahnung, worum es geht. Punkte rein! Das lobe ich mir. Okay. Boah, hier habe ich richtig viel. Boah, wir haben, warte. Hier 1, 2, 3, 4, 7. Und 1, 2, 3. Noch hier. Wir haben noch 10 Spiele. Weiß nicht, ob wir heute alle spielen werden. So, ja, dann gehen wir mal hier rein jetzt. Edge of Death. Gibt es das auf Steam nicht? Auf Twitch? Nee, das gibt es auf Twitch nicht. Vielleicht der japanische Name? Okay, gut, ich habe keine japanische Tastatur. Ja, ich mache einfach Games und Demos. Meine Strategie ist immer auf Blau gehen, also muss ich gar nicht lesen, worum es geht. Das ist der wahre Believer. Edge of Death. To be or not to be. A race against. Get ready to fight. No escape, no turning back, no surrender, don't give up. Das ist ein Horrorspiel, ja. Das ist ein Horrorspiel. We're going to bring a... There is a delay in the first. Pay attention to your health. Doctor, there you are. Now the hospital is short of power. I don't know when the power will come on. There is no time to delay. The patient is dying. Let's start the surgery. Doctor, there's actually another surgery right now. An important person, though not seriously injured. Just called. Want to do it first. It's said to be a very important person. Our hospital funds. That's what the dean said. You get it? The one in front of us is dying. Let's do what we are doing. Do you have power on that radio? Turn it on and listen to it in the background. Times like this are stressful enough. Okay, also wahrscheinlich sind wir die Person, die gerade da tot liegt. Und wir haben gerade hier so eine Out-of-Body-Experience. Weil wir verlassen gerade langsam den Körper. Und die Ärzte wollen uns gar nicht helfen. Weil irgendein anderer reicher Schnösel im Zimmer nebenan liegt. You're right, I'm really freaking out. Where is portable radio? All right, in my pocket. I'm so nervous, sorry. Mhm. Okay. Okay. Cut to the news. A 35-year-old auxiliary police officer fought with the criminal suspect near the old industrial area next to the city.
and charged at the forefront of the anti-drug fight, according to analysis. The suspect, his daughter to shoot. The hero was shot and successfully shot the criminal when he fell to the ground. But the hero also lost signs of life, is now rushed to the city hospital emergency treatment. Okay, wir sind Polizist oder so. That's a young fellow lying here. Poor fellow. We don't know when the power will come back on. Young man, we will do our best like soldiers. I hope you can hear us. You will experience all kinds of visions. Don't give up. Look for your exit. If you give up, you will forever be lost on the edge of death until the real death. Can you hear me? We need to work together, but it's up to you. Your family is coming from another city. You must hold on. Doctor, this gonna work? Don't give up any hope. Fight death like a soldier to the end. Alright, let's get started. God help us. Edge of death. Okay, wir liegen im Sterben. Wir sind gerade an der Kante des Todes. Und dürfen jetzt quasi nicht ins Licht gehen. Wieso ist dein Cursor die ganze Zeit? The clue, there are two keys, but only one door can be opened. It seems that only by moving forward can you recover the memory before your death. You will be stuck on the edge of death forever. Okay, ich darf nicht stehen bleiben. Ich blicke nichts. Ja, wir sind ein Police Officer, der mehrmals angeschossen wurde und gerade im Sterben liegt. Und die haben wohl jetzt irgendwie keinen Strom und auch keine... unbedingt keinen Druck, uns zu heilen. Und haben jetzt irgendwie per Radio, per Geisterradio Kontakt zu uns aufgenommen und haben gesagt, yo, du kannst es überleben, wenn du irgendwie im Afterlife was machst. Und jetzt sind wir quasi im Afterlife und sehen irgendwelche Visionen und Dinge, die eigentlich gar nicht da sind. Da sind. Das ist eine sehr große Frau. Die ist wahrscheinlich auch schon tot. Das ist für ein geiles Geräusch eigentlich. Was hat mich angegriffen? Rawr! Starker Jumpscare. Da lang. Jo, mein Arm, Chat. Guckt euch meinen langen Arm an. Was ist dieser Arm? Wenn ich schnell genug drehe, Alter. Holy shit, das ist kacke. Aber hey, Chat. Wir haben ein Feld. Wir haben ein Feld geschafft. Billiger Jumpscare. Ein aufploppendes JPEG ist schon ziemlich billig. Battery auch? Hatte meine Taschenlampe ein Batteriesystem?
Schlechte Übersetzung. Stimmt. Nee, da waren keine Zombies und Aliens. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. There was a rescue expedition. 5 people went missing in a local cave system. They came back without anything. Something is off about all of that. Bodies don't just vanish into thin air. I'm going in. This will be an incredible story for the news. Okay, Crawl heißt das Game Chat. Einfach nur Crawl. Und wie ihr gerade schon gelesen habt, es gibt irgendein Höhlensystem, wo Leute drin waren. Sind lange verschwunden, wurden gefunden, aber seitdem benehmen sie sich komisch. Und wir sind wohl irgendwie News-Reporter und wir gehen da jetzt rein. Hold W to crawl. You can only move forward. Ich kann nur nach vorne mich bewegen. Das heißt, ich komme nicht mehr zurück. Sometimes you will need to move a little further to get out of tough areas. Junge, so lost, ne? Leute, die in solche Höhlensysteme reinklettern. Das ist doch echter Journalismus, ja. Aber ich kann mich halt so auf meinem Bauch irgendwie drehen. Da. Und dann kann ich hier irgendwie meine Items sehen. Okay, Kamera. Habe ich einmal in einer Freizeit. Auf einer Freizeit gemacht. Turn around and click LMB on the map pocket. Green arrow is you. Yellow dots are the objects to take photos of. Okay. Wie, und wieso wolltest du da jetzt unbedingt reinklettern, Kid? Ich finde sowas gruselig. Also, es ist irgendwie gruselig, aber auch irgendwie interessant. Ich habe mir so eine Zeit lang mal öfter so Videos angeschaut von auf YouTube von Leuten, die in solche Höhlensysteme reinklettern. Ist schon sehr unangenehm. Okay. Okay, wir müssen noch 4 Fotos machen. Gab doch auch das Nutty Putty Cave, wo jemand verstarb, ja. Was auch dann zugemacht wurde, wo er dann irgendwie reingeklettert ist, nach vorne dann konnte nicht mehr zurück, weil er so nach unten quasi reingefallen ist. Wie in so ein Trichter. Und dann kam er nicht mehr rückwärts raus. Und ein Bergungsteam kann er halt nicht so easy reinklettern, ne? Und der ist dann einfach dort gestorben. Naja, wenn der war ja irgendwie so quasi. You can only do one photo per cartridge. So remember to reload every time you take it, ja. Konnte auch nicht rausgezogen werden, weil, wenn die ihn halt von hinten ziehen würden, dann würden die ihn halt komplett an den Felsen aufreißen. Und dann ist er dort einfach verstorben. Hold shift to crawl faster. Alter, let's go. At the cost of fatigue.
It looks like your flashlight has died. Turn around and click on it repeatedly to crank it up. Junge. Starke Taschenlampe. Niemals in Höhlen gehen, auf keinen Fall, Mann. Vor allem nicht in sowas. Aber es gibt halt Leute, die finden sowas halt richtig spannend. Für die ist das ein richtiges Abenteuer, ne? In so enge Höhlen reinzuklettern. Okay. Kommen dann irgendwann noch gelbe Punkte von Dingen, die ich fotografieren muss? Ja, Leute, ich komme irgendwie nicht mehr. Oh nein. Oh nein, ich bin stecken geblieben. Ah, okay. Ich dachte, ich bin jetzt der Dude aus der Nutti-Putti-Höhle. Ich glaube, ich kenne die Story auch. Er war sich halt sicher, dass er durchpasst, weil er eine Karte vom Höhlensystem hatte. Aber er hat sich dann sie dann falsch gelesen. Es gibt auch so Videos von Leuten, die da eben so in solche Höhlensysteme reinklettern und halt natürlich dann überleben, weil sie die Videos ja dann hochladen. Und wie sie sich da so richtig eng durchquetschen und so. Junge, was ist mit euch? If something attacks you, flash it by doing a photo. Aber ich kann doch nur 4 Fotos machen. Und was ist dieser Spoiler? Sowas hasse ich ja. Nee, sowas, das ist kein Batteriesystem. Also wir meinen schon ganz normal eine Taschenlampe und du musst Batterien finden. Yellow dots will only appear if you're close enough. Okay. Good luck. Aber ich muss die, was auch immer mich hier angreift, mit meinem Fotoapparat wegflashen. Aber ich habe nur 4 Cartridges. Ich liebe das Geräusch. Das ist super. Also gut möglich, dass ich schon an einem Punkt vorbei bin. Moment, ich muss wieder nach hinten. Ich kann nicht nach hinten kriechen. Das heißt, ich muss jetzt einmal nach... Von mir aus nach... links. Und dann hier nochmal nach links. Ja, manchmal kommt man nicht richtig. Ich denke mal, davon musste ich ein Foto machen. Das Geräusch von Inscription, oder? Okay, ich hab's gemacht. Oh mein Gott. Ja, da stand jetzt aber nicht, dass ich jetzt nur 2 Cartridges habe. Okay, also kann ich Gegner so viel fotografieren, wie ich will?
Oh mein Gott. Miese Sau. Ich habe einen blutigen Rand. Hat er mir Damage gemacht? Verzieh dich! Oh, ich bin komplett falsch. Okay, dann muss ich jetzt rechts und dann nochmal rechts. Oh, warte nochmal. Rechts und dann nochmal rechts. Ja, man vor allem dann auch so durch Wasser kriechen, ne? Schön die ganze Zeit nass und kalt. Ich konnte ihn nicht fotografieren, weil da vor mir ein Dingens war. Weil meine Taschenlampe davor war. Jetzt geh doch! Die miese Ratte. Okay, wie es aussieht, für das Fotografieren von den Monstern habe ich unendlich. Cartridges. Ich denke mal, ich gehe jetzt links. Oh mein Gott. Du mieses Schweinekind. Ignorieren wir den toten Duden? Ich habe ein Foto gemacht von ihm. Ich habe ja ein Foto gemacht. Ich auch, okay. I guess. Wahrscheinlich ist da ganz links in dem Komplex ist wahrscheinlich noch ein Foto und ganz unten ist wahrscheinlich noch ein Foto, ne? Lass mich in Ruhe! Wie nennen wir den Kollegen eigentlich? Das ist nur ein Skedaddle, ne? Das sind alles Skedaddles.
Ist das Blut? Oder ist das rotes Wasser? Aber Blut haben wir auch im Bingo, ne? Da ist Captain Scheiße schon wieder. Okay, ich bin ja ganz woanders hin. Cool 8 ist das. Können theoretisch da rein, ne? Aber ich glaube, ich bin schon zu weit, oder? Nee. Ich habe das Gefühl, dass es... Also, dass das schon von viel weiterem mir gezeigt worden wäre, dass hier was zum Fotografieren ist. Dass hier, denke ich mal, nichts ist. Oh, da hinten. Also gehen wir jetzt geradeaus durch. Ich bin irgendwie stecken geblieben. Jetzt. Das, Oh, wow, ich habe mich verklickt. Das kleine Scheißvieh kam schon lange nicht mehr, ne? Es ist da. Es hat mich geschlagen. Es hat mich gehört. Jetzt nach rechts und dann gleich nach links. Das Geräusch ist absolut nicht nervig. Das Geräusch ist richtig geil. Bei mir jetzt jedes Mal immer aufs Neue geil. Okay. One left! Denke ich mal, wird dann oben links in der Ecke sein. Ist er hier? Oh mein Gott, es ist so schwer hier durchzukommen. Du musst halt immer den richtigen Winkel so bei der Nase juckt. Ich wünschte, ich hätte das Ding hier. Ich würde die ganze Zeit dran drehen, obwohl der Akku voll ist. Ich würde die ganze Zeit dran drehen. Oh mein Gott! Bis es explodiert, ja. Ich hab's geschafft. Okay, wir müssen kurz Map die Karte abchecken. Jetzt geradeaus, dann rechts, dann links. Und dann geradeaus. Rechts, links. Und let's go! Jetzt rechts. Oh, das ist so eng hier.
dann hier links. Und dann geradeaus. Ein gutes Stück geradeaus. Kommt der? Hey, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Oh mein Gott, bitte. Quetsch dich doch da rein. Ich glaube, hier könnte ich gleich schon links gehen, theoretisch. Du Schweinekind. Wo bin ich da gelandet? Da wollte ich ja gar nicht hin. Das ist nicht mein Freund. Das ist irgendein kleines Scheißvieh. Das sind bestimmt Skinwalker, weil wir haben jetzt hier Leichen gefunden. Und es hieß ja, die wurden gefunden, die sind rausgekommen, die Leute, aber die sind, verhalten sich komisch. Dieses Scheißviecher hier, die haben bestimmt deren Haut übernommen oder so. Und haben sich jetzt unter die Menschen gemischt. Du dummes Kackvieh. Okay, wir sind on track. Hier muss das letzte Foto sein, dann haben wir es. Hey, so schlecht ist meine Hundierin nicht, okay? Ich kann Karten lesen, kann ich, ja? Ich bin nur einmal kurz falsch abgebogen, okay? Wieso kommt da nichts? Was bist du auch, Madness? Ein Scheißvieh? Okay, ich gehe geradewegs drauf zu. Stark. Ein Skin... Ach, ein Skinwalker. Also ein Scheißvieh. Wie viele Menschen hast du auf dem Gewissen? Okay, hier ist es. Muss ich jetzt einfach fliehen? Ich denke mal, wir fliehen jetzt aus der Höhle, ne? Zero left. Denk mal, wir verziehen uns, ne? Na, sag mal! No one ventured into this cave ever again. Sometime after lone journalist's disappearance, cave was finally sealed by the same company who started it all. May he missing people and the horrors that lurks beneath rest unbothered forever. Ernsthaft? Ich hab gehofft, dass jetzt am Ende irgendwas noch Cooles passiert.
wenn wir alle Fotos haben. Aber ist einfach tot. Ich meine, vielleicht bin ich wirklich gestorben, weil er mich gerade noch erwischt hat im letzten Moment. Und ich hätte vielleicht das noch überleben können, wenn ich entkommen wäre. Dann hätten wir ein anderes Ending bekommen. Ja, ich bin gestorben. Man hat ja gerade meine Leiche gesehen. Steht ja auch im Text. Ich bin ein Journalist. Aber ich dachte, vielleicht kann man noch hinkommen. Achso, so meint ihr das. Ja, aber ich weiß nicht, ob der Tod gerade, worum es mir gerade geht. Ich weiß nicht, ob der Tod gerade gescriptet ist. Ob der Tod gerade gescriptet ist oder ob ich quasi legit gestorben bin, weil ich getroffen wurde. Darum geht es mir gerade. Weil ich genau jetzt, wo ich das letzte Foto finde, sterbe ich halt. Wir machen das nicht nochmal. Chat, hatten wir irgendwas davon? Ich weiß halt nicht, ob das Blut war, was da unten war. PS1-Style hatten wir. Ja. Ich weiß nicht, ob das Blut ist. Das war halt irgendeine rote Flüssigkeit. Ob das Blut ist oder irgendwas anderes, I don't know. Ich würde nicht sagen, dass das... Also ich würde das noch nicht, glaube ich, machen. Weil das war jetzt nicht... Das war nicht, weil es zu viel rot war. Ja, der Rand drumherum, das zählt mir nicht. Das ist ja einfach der typische Rand von Videospielen. Das zählt mir nicht als Blut. Batteriesystem. Ja, es war kein Batterie, das war Akku. Deshalb, Chat, ich glaube, das ist, was auch Yasuo sagt. Wir werden safe noch Blut bekommen, Leute. Wir haben noch 9 Spiele. Wir werden noch Blut bekommen. Weil ich würde nicht sagen, dass es Blut ist. Also klar, es kann natürlich Blut sein, aber wir haben keine feste Bestätigung, dass es Blut ist. Das kann vielleicht auch deren Ding jetzt, ne? Wofür steht Akku? Digga, ich hab ich werde jetzt nicht diskutieren, was mit dem Batterie gemeint ist. Junge. Was soll es sonst sein? Ja, keine Ahnung, vielleicht ist es deren Schleimflüssigkeit, wodurch sie sich schneller bewegen oder so, keine Ahnung. Es ist nicht jetzt obvious Blut. Wir sind in der Höhle von irgendwelchen unbekannten Wesen. Da ist eine rote Flüssigkeit. Es geht nicht um Akku, es geht um das Typische, was in jedem zweiten Horrorspiel vorkommt, Batterien. Du hast eine normale Taschenlampe und du läufst durch irgendein dummes Haus rum und überall liegen Batterien rum. Darum geht's. Der typische Bingo. Immer muss ich hier diskutieren. Nicht irgendwie, weil ich jetzt eine Taschenlampe habe, wo ich eine Kurbel drehe oder sowas, sondern wir müssen Batterien suchen. Mein Gott, wir werden nicht darüber diskutieren. So. Ja, wenn wir nächstes Mal Bingo machen, dann ohne Gamba. Dann ist es chilliger. So. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. So, was ist das hier? Chat, liebt ihr N64? Seid ihr Fans von N64? Geht es nicht voller, das Bild? Welcome to Kitty Card 64! Wo ist Kazooie? Eben war er noch hier. Wo ist Kazooie?
Let's go! Kann ich driften? Okay, hier. Ich kann nur springen, aber nicht driften. Glaube ich. Hupe! Aber ich mache jetzt ein Rennen alleine? Stimmt! Die Runde ist nicht aktualisiert worden. Aber die Zielfahne war irgendwie auch umgekippt, ne? Da ist umgekippt. Muss ich hier drunter? Okay, ich kann auch die Map verlassen. Da hinten raucht was. Hat jemand einen Unfall gebaut? Okay, da hat jemand einen Unfall gebaut. Da geht's hoch. Da oben finden wir gleich Kazooie. Endlich, nach all den Jahren. Waren die Brunnen schon die ganze Zeit da? Die Musik ist weg. Ich bin immer noch erste Runde. Das ist doch scheiße. Schokolade oder Dünnschiss? Sink ich immer tiefer? Ich bin mir nicht sicher. Nee, ne? Doch, ich sink tiefer. Der ist der scheiße Gott. Ew, why are you still down here? I hate getting mud on my shoes. Okay, es ist mud. Ich sinke. Ich sinke. Alles sinkt! Das steigt! Ich sinke gar nicht, das steigt alles!
Oh, ich hatte Runde 2. Are deserts supposed to be hot? I can't feel anything at all. In die Pyramide vielleicht reinfahren? Und da hinten ist was. Ey, ich spiel grad kein Minecraft. Grad geht nicht. Okay, die Map fällt auseinander oder so. I can feel something now. Die gerade einen epileptischen Anfall? Hören Sie es, Mr. Krabs? Vielleicht ist Kazuya hier. In der Pyramide. Ja, gar nichts. Ich mag die Bongos. Ja, fahren wir mal eine reguläre Runde zu Ende. Ja, Glitchcore. Wo muss ich hin? Vielleicht wieder runter von der Map? War eine sicke Abkürzung, ohne Banane. Moment, ich hab doch deinen gelben Pfeil. Was sagt denn der Pfeil? Der gelbe Pfeil zeigt in die Richtung. Ach so, Moment. Der gelbe Pfeil ist... Ach so. Ja, ist okay. Ja, er ist immer... Normalerweise mein Kartracer verletzt der Pfeil nicht die Map in der rechten Ecke. Nochmal im Wasser meinst du gucken? Ich habe halt Angst, dass irgendeine Pyramide vielleicht zugänglich ist. Und ich müsste die eigentlich alle abchecken.
Jetzt hast du es schon gesagt. Ja, die Musik ist banger, aber ich würde gerne das Level abschließen. Checke ich jetzt jede Pyramide ab? Junge, diese Musik. Also langsam macht die Musik mich fertig. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Darf man einen Tipp geben, ja? Gib Tipp. Ja, von der Map habe ich versucht vorhin. Ich glaube, ich brauche keinen Tipp. Ganz viele Skedaddles auf dem Boden. Ist schon ein Banger, ne? Ich hab's geschafft. Oh! Hab ich's geschafft? Okay, ich muss Ballons kaputt fahren. War ich gerade Menschen kaputt? Kaputt vor allem. Ich hab Mensch kaputt gefahren. Ich bin immer noch in der ersten Lab. Kann ich endlich meine erste Lab beenden? Backstreets. Einfach. Da ist ein Zettel. Katze? Ich bin eine Katze. Ich bin Kitty Cat. So ein falscher Typ. Nee, ich bin genau richtig. Okay. Hey, Lili. Vielleicht muss ich zurückfahren. Thank you.
Jetzt fahre ich mal nicht zum Licht. Aber hier ist auch ein Licht. Ne, es loopt, glaube ich, oder? Zurückfahren klingt nach Sünde. Aber dann kommt Lakiko und rettet mich. Das ist das gleiche wie jetzt loopt. Ich glaube, ich muss den richtigen Weg finden. Oder ich fahre jetzt hier zurück. Was passiert, wenn ich zurückfahre? Da war ein Fisch. Da sind ganz viele Fische. Oder du bist im Kreis gefahren. Ja, oder das ist ein Lab hier gerade. Oh, Katze. Angelt. Genau, ja, ja, boah. Endlich sagt's mal einer. Ich hab da links Licht gesehen. Vielleicht muss ich wirklich dem Licht folgen oder so. Ja, ich hoffe, wir finden gleich noch Kazooie. Hier geht's ins Wasser runter, glaube ich. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hier. Wir waren schon heute mal auf dem Parkplatz bei einem Spiel. Tiefgarage. Ich bin immer noch erste Runde. So, wieder zurück. Fast 20 Minuten, ja, das ist wirklich eine sehr lange Mario Kart Strecke. Kitty Kart Strecke. Das ist, glaube ich, mit so die längste. Meine Reifen sind durch. Kitty! Kitty, steig aus! Kitty! Kitty, komm, steig aus! Kitty! Nein!
Okay. Es geht aus. Ja, Kitty wurde mies weggeskedaddelt, Alter. Oh, ganz lustig. Blut hat mir auf jeden Fall dabei gehabt. Man spielt eine Frau. Ja, okay, sie ist weiblich. Aber ist ja keine Frau, ist eine Katze, ne? Mhm. Ansonsten hat mir nichts, ne? Ich war leider unter über 10 Minuten. Kinderzeichnung. Stimmt, 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 stimmt. Okay, wir haben erste Reihe Chat geschafft. Und hey, da war Herz, was geht ab? Ich muss mal kurz gucken, ob ich noch irgendwo ein Fenster auf habe, Chat. Irgendwie ist es gerade arschkalt. Jumpscare! Habe ich euch gescared? Ich hatte wirklich noch ein Badezimmerfenster aufgehabt. Mit Kult ist gemeint, dass irgendwie wir ein Horrorspiel spielen, wo gleich eine Story vorkommt, wo es um einen Kult geht oder so. Ne? Das ist Kult. Ja, noch wenn wir die Tür knallt zu und Spiel ist unter 10 Minuten, dann hätten wir zwei Reihen. Dann hätten wir zwei Reihen. Okay, das war Kitty Card. Dann lasst uns doch mal Paranormal Found Footage. Es gibt ziemlich viele Paranormal Games. Paranormal. So. Bei Paranormal können wir wirklich zuknallende Türen bekommen. Alles auf Epic, weil ich bin einfach ein Epic Boy. Let's go. Kiss. Motion Blur Ultra. Digga, weg mit dem Scheiß. Okay. New Game. Parallel normal. Nee, das ist absolut nicht normal. Das ist nämlich paranormal. Where am I? Where I am? Where I am? Läuft das flüssig, Chat? Damit ihr das Datum seht, ganz wichtig, ne? Wir haben 3.40 Uhr am Morgen. 23. Februar. Das ist ja vor kurzem gewesen. Starke Achievements.
hab's eilig. Ich hab keine Ausdauer mehr oder so. Aber im Schnee auch zu sprinten ist auch echt schwer, ne? Die Musik kommt immer die ganze Zeit irgendwie aus der Ecke da hinten. Und aus der Richtung flüstert mir jemand ins Ohr. Seit 2 Minuten schon 43. Ja, die Uhrzeit ist halt das Paranormale an diesem Spiel. Digga, jetzt bleib doch stehen! Vielleicht muss ich gar nicht dem Ding folgen. Vielleicht muss ich eher zum Sound hin. Schleichen. Ich schleiche mich ran. Es ist schüchtern. Ja, mein linkes Ohr freut sich sehr über die Musik. Da ist irgendwas. Ich glaube, wir sind angekommen, Chat. Da ist eine Hütte. Okay, wir gehen weiter. Ich darf nicht rein. Das ist ja auch das Knädel aus den Backrooms. Ich kann nicht mehr sprinten. Area 51 ist in die andere Richtung. Was ist das für eine beschissene Idee für ein Videospiel? Geld bezahlt. Dafür sind die Schneesounds geil.
Junge, das ist ja katastrophal, dieses Spiel. Junge, das ist mir nicht wert. Das ist mir echt nicht wert, Mann. Sieben Euro hat das Spiel gekostet. Crazy. Haben wir irgendwas fürs Bingo gehabt? Nee, ne? Wir hatten nichts gehabt, ne? Ich fand das super. Ja, richtig stark. Ja, yeah, natürlich wird das mies refunded. Sind ja. Das Geld hole ich mir zurück. Okay, wie wär's damit? Das gibt es nicht auf Twitch. Okay, stark. Okay, perfect spot. Das sieht nach einem Friedhof aus, oder Chad? Was fürs Bingo? What is a perfect spot? It is a place where you make the best memories, while the rest are silent. Chat, was war euer perfect spot? Mein Task ist find perfect spot. Hier im Chat. Das ist die Antwort, die ich haben wollte. Friedhof, er ist Friedhof, Chat. Nee, das Spiel hat mir noch nicht. Kommt mir nicht bekannt vor, jedenfalls. Aha. Ist das der perfect spot? Get a shovel from the car. Ach, das ist der perfect spot. Da hängen jetzt überall Poster von vermissten Kindern. Ich glaube, ich weiß, wo die vermissten Kinder sind. Ach, from the car. Das sind Besen auch. Ich glaube, die sind da drin, Chat. Das ist doch keine Omi hier. Das ist ein kleiner Junge. Hey, power up. Dig up the spot. Cool. Get the body from the car. Das könnte ein sehr kurzes Spiel sein. Das könnte ein Spiel sein unter 10 Minuten. Aber dann werden die gar nicht vermisst. Stimmt eigentlich, ne? Wenn die bei mir im Auto sind, dann können die ja gar nicht vermisst sein. Das wird jetzt aber nicht das Spiel jetzt enden, oder? Ich bringe jetzt nicht einfach die Tüte jetzt unter die Erde und dann ist es vorbei. Okay, wir müssen nochmal in die Kirche. You have to repent your sins. Ave Maria. Oh. Der hat mich erwischt. Da
Das ist, glaube ich, keine Kirche. Ich glaube, das ist keine Kirche. Meinst du? Also ich war mal... Junge, was für lange Arme. Repent. Hier. Ich war mal in der Kirche, das sah da anders aus. Ach so. Das ist definitiv auch nicht in der Kirche. Step. Durch. Hier, Messer. Es sind Stiche verteilt. Teste. Jetzt sind die Wände auch rot geworden. Repent or go back? Ich repente. Ich gehe voll in die Repentance rein. Starkes Game Chat. Ja, wir haben unter 10 Minuten und wir haben Friedhof. Boah, das war ja richtig stark, ey. Bestes Game bisher, ja. Und Spiel ist wirklich gut. True. Müssen wir auch noch markieren, ne? Wie weit hat wir das Game schon gespielt? Durchgespielt? Wir fangen jetzt ein neues an. Für dich. Silent heißt das Spiel. Es ist nicht Silent Hill 1, es ist nicht Silent Hill 2, es ist Silent. Und nee, auch nicht Silent Hill 3. Es ist einfach nur Silent. Ohne Hill. Es gibt viel zu viele Spiele auf Twitch, irgendwas mit Silent. No Hill today. Oh, das mit Microphone Calibration, Diggi. Yo. CTRL, Bewegung, WASD, Interact, SE, Zoom, rechter Maus, Ausgang, Escape. Video! Okay, gehen wir rein, Chat. Aufhören. nee, wir hören nicht auf. Where are you, Brad? You walked away without
not say anything? I'm on the force road. I'll be at the crime scene in 10 minutes. Why did you go without me? I hope you won't get into trouble. I wouldn't have involved you in this. Don't worry. Nothing will happen. I will check out the crime scene and come back. If you are not holding Tohars, I will call the police. I'm serious, Brad. So, okay, you can come. Anyway, I have to hang up. I think I'm close to you. Brad! What was that, John? Brad! 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 Ich bin wach! Das ist eine AI-Stimme, oder? I feel dizzy. Okay. Ich bin tot. Es ist so ein Spiel, Chat. Das ist so ein Don't Scream Spiel. Ich darf nicht laut sein. Ich hab okay gesagt, bin gestorben. Okay, dann halte ich gleich meine Fresse, denke ich, ne? Okay, ich halte meine Fresse.
Oh, ich hab mich erschreckt! Nein, scheiße, verloren! Oh, kacke! Holy shit. Also bisher wirklich jeder, der versucht, so ein Spiel zu machen, ne? Scheißt halt komplett rein, ne? Jedes dieser Spiele ist so goddamn schlecht. Das ist insane. Das ist insane, Mann. Ja, ich denke mal, wir hatten einen Zombie gehabt, ne? Da kam so ein Zombie aus dem Boden. Das Spiel ist wirklich gut, stimmt. Ach, müssen wir auch ankreuzen, ne? ja, Voice Acting Chat. Also das am Anfang klang nach AI, aber das, was über den Dingens kam, über den Kassettenspieler da, das war auf jeden Fall eine echte Stimme. Aber war die schlecht? War das ein schlechtes Voice Acting? Das ist kein Stealth-Game. Also man hat gehört, dass es keine AI ist, wegen dem russischen Akzent. Aber war das schlecht gevoice-acted? Es war eigentlich solide, ne? War eigentlich solide gevoice-acted, eigentlich. Okay. Das Spiel hat, by the way, Geld gekostet, Chat. 3 Euro. Was ist Auge? Das ist Auge. Nee, wenn im Spiel Augen vorkommen. Viele Horrorspiele benutzen immer Augen als Thematik. Dann ploppen überall Augen auf oder so. Das war mal ein Döner früher, ja. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel, Leute. Ich dachte, das mit dem Bingo wird heute easy klappen, aber es wird langsam knapp, ne? Es wird langsam knapp. Wir haben als nächstes Thought Form Invasion. Was? Das gibt's nicht auf Twitch? Na, hallo. Aha. Aha. Okay. Reset Progress ist also ein Spiel, was man mehrmals spielt. Developed by Gemetzler einfach. Gemazel. Night One. Try to sleep. Ah, das ist das Spiel. Ich sitze die ganze Zeit im Stuhl. Und versuche einzuschlafen. Erste Nacht, ich bin eingeschlafen. You fell asleep. Night, dude. Light scared them. Where is them? Where is them? He, she, it? Das them muss mit. Ich mach meine Augen auch zu. Ich werde gleich keinem Kind einen Headshot geben. Falsches Game.
Welchem Game? Das ist ja Mother, war das. Das war auch eines der lustigsten Sachen überhaupt, Alter. Wie ich diesem Kind einfach einen 180 Headshot gegeben habe. Das ist einfach viel zu lustig. Ja, vielleicht gibt es gar keine Monster im Spiel. Ich weiß nicht, ob wir einen Clip davon hatten. Aber es war halt ein ernstes, also wirklich ein gutes Horrorspiel. Das war kein schlechtes Horrorspiel, es war ein gutes Horrorspiel eigentlich. Es war ein gutes Horrorspiel, wo die ganze Zeit nachts irgend so ein Monster bei dir in dein Haus kommt. Und du hast halt, spielst halt eine Mutter, die auf ihre zwei Kinder aufpassen muss. Und irgendwann bricht halt das Monster ein. Und du musst dich halt wehren und dich verteidigen. Und ich habe mich vor meinem eigenen Kind erschreckt, weil ich dachte, das ist das Monster. Und habe ohne zu zögern dem Kind einfach einen Headshot gegeben. Und du kriegst dann halt basierend darauf dann verschiedene Endings. Ob beide Kinder überlebt sind, ob irgendeins gestorben ist oder so. Und ich habe mich so erschrocken. Ich habe einfach aus dem Affekt perfekt dem Kind einfach zwischen den Augen. Es war viel zu lustig. Wann hast du das gespielt? Irgendwann letztes Jahr. Ja, das VOD gibt es auch auf dem YouTube-Kanal. Ich weiß nicht, ob wir einen Clip dafür haben, aber es gibt auf jeden Fall ein VOD vom kompletten Spiel. Aber das heißt ja Thought Form Invasion. Das heißt, das sind ja nur Invasionen, die in meinem Gehirn entstehen. Das heißt, wenn ich mir nichts Böses vorstelle, passiert mir nichts. Sprich, ich mache gar nicht die Augen auf. Ignore Noise, ja. Gehirn! Jetzt denken wir nur an schöne Dinge, Chat. Lass uns an schöne Dinge denken. Oh, Hollandaise Pizza. Boah, eine geile Lasagne. Oh, so, boah, so richtig geile Gnocchi mit so einer Pilz- und Blauschimmelkäsesoße und dann mit Zitronenabrieb drüber. Oh, lol, Alter. Das wäre jetzt auch geil, ne? Boah, so eine geile Brokkolisuppe, Chat. So eine richtig schöne, cremige. Ich hab's geschafft. Vegane Nuggies von Vimondo, Alter. Die sind viel zu gut. Ich hab noch welche eingefroren. Du hast nur Hunger, oder? Ja, schon ein bisschen. Listen carefully. I'm listening carefully. Ich habe die bei Lidl gesucht und die nicht gefunden. Die sind nicht in diesen hängenden Schränken, die sind in diesen stehenden Schränken. Da wo so. Ich dachte, ich kann einfach schlafen. Was stand da? Listen. Carefully. Okay, ich muss carefully listen. Konzentration. Okay, dieses. Das ist der Schwarze. Wir müssen herausfinden, was der Ding jetzt für einen Sound macht. Der andere. Der Mark Zuckerberg.
Was macht der für einen Sound? War der Schrank schon immer offen? Lass meinen Schrank in Ruhe! Da hat was gerade geleuchtet in meinem Schrank. Hab dich, Zuckerberg. Nieder mit Facebook. Ja, ich habe ihn gesehen. Ja, diese Kühldinger, die auf dem Boden stehen. Wo? Da wäre er wieder. Da, wo auch so die ganzen Steaks und Hackfleisches liegen und so. Und Suppenhühner. Zuckerberg. War das das Bild von Jupiter, der gegessen wird? Wer bist du denn? Skippy, die Toilette! Da war Skippy die Toilette! Alte 4! Jo, Fiesi! 10.000 Bits! Holy shit, das ist ganz schön viel Bits! Wo kommen die denn her? Einfach nur ein paar Bits in der Sofaritze gefunden. Vielen, vielen Dank, Fiesi. Dankeschön. Danke für den Support, Mann. Dankeschön. Wieso nicht so viele Bitcoins? Ja, genau. Gib mir 10.000 Bitcoins. Ja, meine Facecam war im Weg, aber da war Skippy die Toilette. Also diese typischen langgezogenen Gary Smart-Köpfe. So eine Scheiße will ich hier nicht spielen, Digga. Skippy die Puppen, Bundo. Skippy die Puskidri. Skippy die Puppen, Dumbo. Okay, Chat, Bingo wird ein bisschen knapp, ne? Wir haben nur noch 3 Spiele. Ach, da ist der Motherclip. Moment. Irgendwas machst du falsch. Eigentlich, wenn man Twitch-View-Clips postet, dann müsste eigentlich müssen die eigentlich nicht getimert werden. Irgendwas. Achso, du hast das ganze VOD. Das ganze VOD gepostet. Und nicht ein Clip. Wenn du das, hättest du das rausgeklippt und dann geschickt, dann würdest du keinen Timeout bekommen. Da ist der alte Keggy. Hier ist der neue Keggy. Das ist der neue hier. Ich glaube, wir haben das sogar dasselbe an, nur eine andere Mütze. Wo ist er? Und deshalb bringe ich die Kinder immer ins Bett. Junge, einfach weggemacht, den Jungen. War ein gutes Spiel. War ein gutes Spiel. Huch. So. Ciao, geil. Schade, geil. Was haben wir denn hier? Ins Bett bringen oder erschießen. So erzieht man Kinder, ja. Made in Unreal Engine 5, Chat. Das wird ja jetzt richtige Grafikbombe. Oha, ey. Wisst ihr, was noch in Unreal Engine 5 gemacht wurde? Wisst ihr was?
Fortnite. Let's go. V-Sync immer an. Let's go. Das Spiel heißt einfach nur Pyramid. Also Pyramide. Auf Deutsch, ne? Wenn ihr kein Englisch kennt. Da, Dreieck. Die Grundform der Pyramide. RMB Zoom, LB Interact. Okay. 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 Irgendwas habe ich jetzt gemacht. Bob Always, was? So schnell kann ich nicht lesen. Ach so, das ist der Text. Bob always put the monolith back to where you took it from. Muss ich jetzt herausfinden, wo es da hinten bestimmt. Die Pyramide wartet auf uns, Chat! Bam. Bam. Das Game heißt einfach nur Pyramide. Ja, so ein bisschen Control-Vibes, ne? Das stimmt. Okay, wo ist der rote Würfel? Der Aliens oder so? Pyramiden haben ja immer irgendwas mit Aliens zu tun. Irgendwie die Aliens testen mich gerade, Leute. Da war gerade irgendwas. Da. Alice, Alice, somebody forgot to feed the cube again. Can't use the elevators. Don't forget to feed the cube.
Okay, wir füttern Bienen. Was? Da ist der Cube. Bob, have you seen the Duffnut Room lately? Was ist ein Duffnut Room? I'm getting a bit hungry. Don't talk about the way. Ich kann es nicht mehr lesen. Waking state here. Let's have lunch when we are in the same dimension again. Same dimension? Da ist der Würfel. Backrooms Unknown Level, mega nice, 23. März, I think. Nee, ich habe heute schon ein Backrooms-Spiel gespielt. Bin, glaube ich, durch mit Backrooms. Was war das gerade? Auf einmal so Alan Wake Flashbacks. Okay. Cube und Dreieck. Stuhl macht diese Geräusche also. Sorry, I couldn't resist and ate them all. There should be more in the Donut Room. Achso, das ist einfach nur ein Donut-Raum. So hübsch bin ich nicht, wie cool. So hübsch bin ich nicht. Der Cube needs to eat. Wie füttern wir den Cube? Nee, ich sing jetzt nicht den Apfeltee-Song. Es ist nur eine komische Schreibweise, ja, ne? Weird. Jo, was ist das für ein geiler Raum eigentlich hier? Voll trippy, ey. Oh nein. Das ist die Batcave. Was ist das für ein Trip, dieses Spiel? Da. Solche LEDs gern an dem Wohnzimmer an der Decke. Wird er gerade gefüttert? Wird er gerade gefüttert? Gibt's da eine Lücke, wo ich rein kann? Ich kann ihn halt anklicken und dann flackert er so. Was ist das für ein Game? Ich glaube, du musst gegen den Uhrzeigersinn um ihn herumlaufen. Meinte, dann zieht er mich mit? Ich habe das Gefühl, ich kann hier nichts machen. Er ist gerade am Essen. Wir sollten ihn essen lassen, oder?
Wird mir schlecht. Wir sind wieder hier. Da ist ein Donut. Wir sind wieder am Anfang des Spiels. Ich liebe es, dass alles irgendwie so komische Geräusche macht. Als wäre es wirklich irgendwie so eine fremde Welt. Wo alles irgendwie andere, auch andere Geräusche theoretisch macht. Es sieht zwar aus wie eine normale Welt, aber die Sounds halt, ne? Eine andere Dimension, wo alles anders klingt. Donut. Damit füttern wir jetzt ihn jetzt. Danke. Danke. Yo! Yokegi, ich wollte nur sagen, dass ich dichte deinem zweite Mario Maker auf Schwervideo schaue und mir viele Lachfashes gegeben hast. Mach weiter so und bleib so, wie du bist. Lass dich von niemandem was anderes sagen. PS, leicht drank bleib. Es gibt eine maximale Anzahl von Symbolen, die man eintippen darf. Ich muss kurz. Vielen, vielen, vielen Dank, Mann. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr viel Geld. Vielen, vielen Dank. Ich muss das PS noch lesen. Wo ist das denn? Da, der Sport. Imagine, sich auszukennen mit dem Programm, die man benutzt. Imagine. Da. PS. Leicht Drunk Blood Trail. Ist das ein Codewort? Blood Trail. Ist das ein Codewort? Leicht Drunk Blood Trail. Oder ist Blood Trail ein Emote? Ich glaube, das Geld ist gefährlich. Vielen, vielen Dank für die 150 Euro, Mann. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ach, das ist der Emote. Ah. Moment, das war's, das Spiel ist durch? Was? Das ist doch voll interessant. Das war voll interessant und dann endet es einfach so? Voll schade. Voll schade. Ja, wir haben nichts. Wir haben keine Donuts in unserem Bingo-Chat. Kein Stealth, kein Auge. Nein, wir haben nichts. Ich wollte Spiel ist wirklich gut ankreuzen?
Ich meine, es ist ja nicht mal fertig irgendwie. Ja, die Sounds waren sick. Aber es ist irgendwie, das Spiel war irgendwie nicht mal fertig. Briefe in Duell auch? Nee, es ging darum keine Briefe. Ja, ich mochte auch den Vibe. Aber irgendwie ist das sehr, sehr unfertig. Das war irgendwie alles sehr, sehr unfertig. Und Fisi, ich hoffe, du bist nicht zu drunk, dass du jetzt aus Versehen das Geld rübergehauen hast und dann morgen aufwachst und dann feststellst, Scheiße, was habe ich getan? So, Chat, wir haben noch zwei Spiele. Wird knapp mit dem Bingo, ne? Also wir müssen jetzt eine zuknallende Tür bekommen. Dann hätten wir es geschafft. Zwei Games, eine Tür. Das brauchen wir jetzt. Das nächste Spiel heißt The Earl Street Massacre! Gibt's auf Twitch mal wieder nicht. Was sind Hyper? Achso, Helper. Ich habe gelesen Hyper. Hyper Reptiles. Shadow Quality aller Highest. Bam. 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 So. Third Party, was auch immer, Alter. Okay. Alles gut, ich weiß, was ich mache. Okay, dann ist ja gut. Hyper, hyper. Okay, let's go, Chat. The Earl Street Massacre. Warning. Ja, Reset. Ich habe gar keinen Progress. Okay, let's go. Heißt eins der Spiele Clapping Doors? Nee, beide heißen so nicht. Es tut mir leid. Das sind sehr viele Türen. Finally, I can't believe I'm actually home. Those guys are the worst. Es sind viele Türen, Chat. They dropped all that work on me out of nowhere. I really thought I would have to stay overnight again, Digga. Whatever, I'm too tired. I guess I'll take a shower. Maybe I'll watch a movie after. Und hol mir runter, Digga. Okay, die Türen sind alle sehr leise. Alter, direkt first try. First try! I'm so tired. They really didn't let me take a break today. My clothes are a mess too. I should throw them in the washing machine first, okay? Ja, es sieht nach einem typischen Türzugknallspiel aus, ne? Während wir jetzt duschen, knallt die Tür zu. Zeig Pimmel? Kein Pimmel. Shivi! I wonder where Anna is. She is usually home by now. Hey Sandy, Mann, ich bin gerade am Duschen. Nicht gucken. Sandy! Ich bin gerade am Duschen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso raidest du, wenn ich dusche? Ekelhafte Spanner. Mann. Aber Dankeschön für den Raid. Was geht ab? Wir sind in einem Horror-Game. Und ich habe ein Scheiße-Kissen in der Hand. Ich habe keine Ahnung, wieso. Maybe her bus running late. I should try calling her later. I
I'm starting to get a bit hungry. I haven't eaten anything since breakfast. There should be some leftovers in the fridge I can eat. I can't wait to finally just crash on the couch. I'll end on Final Fantasy VII Rebirth spielen. Let's go. Cloud! Nein! Was haben wir denn für Leftovers? Ui, sind Salatteller oder so. Auf zu spoilern, sorry. Mikrowelle? Kommt der Salatteller in die Mikro? Ah, Mikro. Schön warmer Salatteller. Ein bisschen strecken. Fertig, gestreckt. Lecky schmecky. Wohin jetzt damit? Soll ich mich jetzt auf die Couch setzen oder was? Er ist wirklich auf der... Oh mein Gott. Ohne Tisch. Oh, my favorite show is on today. It's a shame Anna's not home yet. Das sieht wirklich nach einer guten Show aus. Das ist wirklich eine gute Show. Okay, Chat, wir haben das beste Spiel für des heutigen Abends gefunden. Okay, gegessen. Und dann den Teller auf die Couch abgelegt. Hör auf! Hör auf! Someone is at the front door? I wonder who it is this late. Oh, guckt euch, was für ein Löwe das ist. Ein Löwe ist er. Ja, Anna ist da, ne? Ich komme, Anna! Annenchen! Moin! Anna? Damn it, stupid kids ding-dong ditching at this hour. I can't believe I had to get... I really hope I haven't missed anything, Digga. What the hell? You've gotta be kidding me. Did the weighing machine trip the breaker again? It's so dark. There should be a flashlight in the kitchen. I really hope the batteries are still good. Okay. Kurz meinen Namen rausgehört. Wo hast du deinen Namen rausgehört? Wo habe ich Alexa gesagt? Alexa, kaufe Bad Dragon. Da ist sie. There you are. Let's see if you still work. Oh, I hate going down into that stupid basement. I've always found it creepy for some reason. Opfer. Kannst du bitte einfach ruhig sein? Okay, sorry, dass ich rede. Neues Bett kommt morgen. Habe ich ein Bett bestellt? Junge, was ist das denn für ein Keller? Einfach so eine geile Rampe. Dein richtiger Name ist Annenchen? Also so, steht das auf deinem Ausweis? Annenchen? Jo, wer hat hier rumgewütet? Alena. Oh my God, Anna! No, 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 no!
This can't be happening. She's dead. I have to get help now. Vielleicht geht's ihr noch gut. Halt Finger am Puls. Finger am Puls. Ihr geht's doch bestimmt noch gut, oder? Wieso sind hier überall so Enten in diesem Haus? Sie wurde von der zuknallenden Tür geschlagen. Nein. What the? Damn it, what the hell was that, man? I can't stay here, I need to hide somewhere. Stealth. I don't even want to know what that noise was. Fuck, where the hell am I supposed to even hide in real, man? Hier drunter. Zuknallende Tür. Gleich knallt. Der Killer knallt gleich die Tür zu. Was geht ab, Win? Gamer, Win. Was geht ab? Da ist jemand. Ich sehe Füße. Ich sehe Füße. I can see feet. Seht ihr überhaupt irgendwas, Chat? Oder ist es so dunkel? Das sind Füße, wenn ihr nichts seht. Das sind Füße. Schuhgröße ungefähr 41. Na, vielleicht 42. Nicht sonderlich groß. Ich glaube, der geht wieder in den Keller. Now's my chance. I just have to make a run for it. Digga, das ist so dumm. Come on. Open. Open. Nope, null ready, damn it. So funktionieren Türen nicht. So funktionieren Türen nicht. Ja, er denkt auch, Türen sind ein Glücksspiel. Vielleicht geht's auch, vielleicht nicht. Nee, ich habe so mal nicht durchgespielt. Leider nicht. Junge, wieso sitze ich mit einem fucking Kackkissen? Starkes Game! Starkes Game! Boah! War das eine Granate, Chat! Mann, ey! Chat, wir haben Choris und wir haben Stealth. Ja! Letztes Spielchat. Was sind Chores? So Escape, Gute Nacht. Ja, so Daily-Aufgaben, so wie was wir gerade gemacht hatten. Nach Hause kommen, Wäsche waschen, duschen, Essen aus dem Kühlschrank holen, Essen warm machen, Essen, Fernseh gucken. So diese Art von Game. Du sprichst das aus wie ein Idiot. Ich spreche das nur aus wie ein Idiot. Du bist ein Idiot. So, und das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Arschloch. Okay, let's go, Chat. Letztes Spiel.
sprichst aus wie ein richtiger Keggy. Ja, ich bin auch ein richtiger Keggy, Alter. Richtiger Kegel, Alter. Okay, das sieht richtig gut aus. The Slaughterhouse. Wir brauchen Türen. Letztes Spiel. Gib mir eine Tür. Let's go. Vielleicht halt eine Autotür. Nee, aber das zählt nicht. Wir haben nicht über Autotüren gesprochen. Missing. Ethan Blackwood, 28 years old, brown hair, green eyes, last seen Wednesday in the Greenville, Michigan area. Okay. Stamina-Chat, damit ihr sie seht, ne? Die Stamina-Bar, ganz wichtig. Okay, wir scheinen wohl irgendwie so ein Detective zu sein. Ich gehe jetzt kurz duschen. Nein, das ist das letzte Spiel. Du musst jetzt hier bleiben. Du verpasst dann das Bingo. Geduscht wird heute nicht mehr. Zählt das, dass mein Nachbar gerade mit seiner Tür geknallt hat? Nee. Sorry, tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. So funktioniert das hier nicht. Oh, vielleicht da zum Gebäude. Knickknack, help. Dann wäre ich hier richtig gesucht. Knacksende Tür, keine zuknallende Tür. Scheiße. Sind das Leichenteile? Ich liebe Leichenteile. Das können wir auch im nächsten Bingo haben. Abgetrennte Körperteile. Ja, ein bisschen WD-40. Sprit, sprit. Ist das ein Delfin? Ich bin ein Vampir-Chat, man sieht mich nicht. Hä? Das war vorher nicht da. Was ist denn jetzt hier los? Oder bin ich blind? Habe ich es nicht gesehen? Junge, was hat er hier für einen langen Tunnel gegraben? Das ist für ein wilder, langer Fluchttunnel. Digga, der hat hier im Keller einen ganzen... Ja, okay, übertreib halt! Was ist das für ein crazy Serienkiller? Ich hab gesabbert, so crazy ist das. Der hat unter der Erde einfach einen riesigen Bunker gebaut mit ganz vielen... Oh, ich dachte, da oben ist jemand... Da hätte doch jeder rüberklettern können und fliehen. Mit ganz vielen Zellen. What the fuck? Also ich glaube, Mord ist sein Hobby. Definitiv. Ich höre Musik. Guckt sich jetzt ein Video an von wahrscheinlich den Ethan. Ja. Den wir gerade suchen. Das Opfer. Der kam hier hin und hat das gefilmt. Ja, ich glaube, ich für Stream ist das Game, glaube ich, nicht perfekt, ne? Ich glaube, die Bitrate stinkt gerade komplett ab, ne? Also ich beschreibe ungefähr, was gerade passiert ist. Was hier gerade passiert. Also, ich habe mich gerade entblößt.
und schwinge jetzt meinen riesigen Penis umher und versuche dabei, mich nicht selbst zu erwürgen. Muss also die ganze Zeit so ausweichen. Ausgewichen, ne? Und spiele dabei das Spiel. Also das erkenne ich noch. Nein. Okay, wie ist er gestorben? Wie ist der Ethan gestorben? Was hat er, wie lange hat er hier gegraben? Der, glaube ich, gestrippt meint, ne? Ja, okay. Ich komme noch nicht durch. Lass laufen. Lass fliehen. Ich komme nicht mehr zurück, Chad. Wer bist du denn? Lebt er noch? Ich komme halt nicht mehr zurück. Hier. Vielleicht muss ich irgendwo eine Axt finden, um das da hinten aufzubrechen. Da steht halt jemand, aber ich kann nicht mit ihm reden. Hä? Okay, ist irgendwo so ein Glitch in der Wand. Das sieht so aus, als wäre da irgendwas Unsichtbares. Ich kann mit den anderen Türen aber auch nicht interagieren. Ah, doch jetzt. Test jetzt wirklich jede Tür? Nein, mache ich nicht. Scheinbare Wand, ja. Hier ist auch irgendwie so eine scheinbare Wand. Ich komme halt da nicht durch, ne? Ah, der LOL, der lag ein Schlüssel oben. Auf dem Fernseher lag ein Schlüssel. Wow, der ist bestimmt für Ideen hier, ne? Nee. Okay, dann ja. Okay, also wieder raten. Gameplay. 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 Ah, ich habe sie gefunden. Und da ist wirklich eine Axt in dem Delfin drin. So, jetzt können wir da durch. Zack. Was hat er hier für eine geile Höhle gebaut, Mann? Der opfert den Ethan. Das ist eine Kamera, das ist die Kamera. Wir haben den Kult.
Ja, Chat, wir haben einen Kult. Oh, mit Auge hätten wir auch noch eine Reihe gehabt, eine Diagonal, ne? Junge, es kommen immer Augen. Wir haben seit Monaten in jedem Freitagsstream Augen und Mannequins. Diesmal kommen die einfach nicht, ne? Ja, das war das letzte Spiel, Leute.